Der Anindo 04 möchte wissen, zu welchem europäischen Top-Club du am liebsten würdest wechseln. Ja gut, vorerst denke ich nur an den FCB, dass ich da meine Sachen gut mache. Aber sicher ein Traum von mir ist immer schon gewesen, bei Real zu spielen. Real Madrid ist früher sicher mein Lieblingsclub gewesen. Darum, das wäre sicher ein Traum von mir. Der Daniel fragt, wie gefällt es dir in Basel? Super, super. Ich fühle mich mega wohl. Ich fühle mich wohl in der Mannschaft, ich fühle mich wohl im Verein, in der Stadt. Ich habe gewusst, dass der FCB eine super Adresse ist, aber meine Erwartungen sind eigentlich fast nicht übertroffen worden. Ganz viele wollten wissen, wer ist dein bester Freund beim FCB? Ja gut, das ist schwierig zu sagen. Ich habe viele neue Freunde gemacht da beim FCB. Ich denke, am besten innerhalb der Mannschaft habe ich es mit dem Fabi Frey, mit dem Ricky, mit dem Lux, Luca Zuffi. Ja, aber ich könnte jetzt da noch mehr aufzählen. Ich habe es gut mit dem Raul, mit Petretta, mit dem Albi. Ich kann wirklich mega viel aufzählen. Es ist schwierig für mich, jetzt einen rauszupicken. Der Dottor Oranni möchte wissen, wer die internationale Lieblingsspieler ist. Aber das ist schwierig für mich zu beantworten. Ich habe nicht so ein Idol oder so. Im Moment schaue ich sicher Eden Hazard mega gerne zu, weil er sicher in Topform ist und jederzeit eigentlich in der Lage ist, Spiel für seine Mannschaft zu entscheiden. Ebenfalls der Dottor Oranni fragt, ob du ein Ritual hast vor dem Spiel. Nicht speziell, nein. Ich schaue einfach, dass ich 2 bis 3 Stunden vor dem Match das Handy im Flugmodus tue, dass ich dann einfach noch Musik höre, mich mental eigentlich auf den Match vorbereite, innerlich Situationen durchgehen, wo könnten passieren während dem Match und mich eigentlich so eigentlich aufs Spiel bestens einstellen kann. Ramoni 11 möchte wissen, ob du einen Beruf erlernt hast. Nein, einen Beruf habe ich nicht erlernt, aber ich habe die Kante gemacht, also ich habe die Matur gemacht, gerade kurz bevor ich dann auf Italien gewechselt bin. Der John Thomas fragt, was würdest du machen, wenn du jetzt, also heute, nicht Fußballer wärst? Ja gut, das ist eine theoretische Frage, das ist schwierig zu sagen. Was ich aber wirklich gemerkt habe, ist, dass mich in den letzten Jahren verschiedene Sachen immer mehr auch interessieren, die eigentlich nichts mit Fußball oder Sport allgemein zu tun haben. Was sicher eine Möglichkeit wäre, wenn ich jetzt nicht wie Fußball spiele, wäre zum Beispiel Physiotherapeut, etwas in die Richtung. CSS 04 möchte wissen, was du zu den heutigen Ablösesummen sagst. Gut, die Frage spielt wahrscheinlich ab, dass die immer extremer und höher werden. Ist klar, dass es mittlerweile Summen angenommen haben, die eigentlich gar nicht vorstellbar sind. Ein Mensch ist nie so viel Geld wert. Also, auf der einen Seite ist jeder Mensch unbezahlbar, aber auch nie so viel wert wie jetzt wirklich in die heutigen Transfersummen. Aber ich oder allgemein Fußballer sollten sich auf das Fußballspielen konzentrieren, auf das, was auf dem Platz passiert und nicht alles rundherum. Der gleiche User stellt ganz eine spannende Frage. Wenn du die Champions League könntest gewinnen mit dem FCB oder die WM mit der Schweizer Nazi, was wäre dir lieber? Ja gut, da muss ich ehrlich sein. Ich denke, die WM, Weltmeistertitel ist noch ein bisschen höher einzustufen. Ich will nicht dem FCB irgendwie ungut tun, aber ich denke, da würde ich schon den Weltmeistertitel wählen. LRB 1893 fragt, was hältst du von der Muttenzerkurve? Die Muttenzerkurve ist top. Kann ich wirklich nur Kompliment machen. Sie unterstützen uns in jeder Lage, wenn es gut läuft, aber auch vor allem, wenn es eben nicht gut läuft. Das haben wir wirklich gemerkt in den letzten Wochen. Und ja, ich kann mich nur bedanken und wirklich wünschen, dass sie weiterhin auch so werden Vollgas geben. Der Elia fragt, Meer oder Berge? Im Moment Meer. Ich denke, wenn ich Ferien habe, gehe ich am liebsten in die Wärme als Meer. Dort kann ich am besten abschalten und mich auch entspannen. Der Jonas fragt, was der Hauptunterschied zwischen der Serie A und der Super League ist. Ich denke sicher die individuelle Klasse, wo die Serie einfach höher ist. Vor allem, wenn du gegen gute Mannschaften spielst, hast du einfach Spieler, die
wo Spieler können im Alleingang entscheiden. Und ich denke, in der Schweiz ist es, was das anbelangt, ist es ausgeglichener. Ich denke, da ist die Mannschaftsleistung wichtiger und bringt dann auch den Sieg. FL2 fragt, ob die Nummer 5 eine Bedeutung hat. Als ich zum FCB gekommen bin, hatte ich verschiedene Optionen für Nummern. Und ich denke, das 5 hat super gepasst, weil ich am 5. auf die Welt gekommen bin, meine Frau am 5. auf die Welt gekommen ist und meine Tochter dieses Jahr am 25.05. Der Lino San fragt, was du am meisten an Italien vermissest. So ein bisschen allgemein das italienische Flair. Ich denke, das Ambiente, ein bisschen in die Stadt gehen, Kaffee trinken, sich ein bisschen gemütlicher nehmen. Ich denke, die Schweizer allgemein sind halt sehr fixiert aufs Arbeiten und aufs Geld machen. Und das ist in Italien sicher anders. Da nimmt man alles ein bisschen gemütlicher. Und ich denke, das würde vielleicht der Schweiz auch mal gut tun. Der Noah Okafor möchte zum Schluss wissen, ob du schneller bist als er. Ja gut, ich glaube nicht, nein. Aber ich würde gerne, wenn er das gerade so fragt, die Challenge annehmen, dass wir mal vielleicht 100 Meter oder so machen könnten. Dann sehen wir es dann definitiv.